Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Vor ungefähr einem Jahr habe ich ja schon mal ein Faktenvideo über Harry Mopf rausgehauen. Allerdings sind mir seitdem einige neue Fakten eingefallen und deswegen gibt es jetzt ein neues Video, sozusagen einen Fakten über Harry Mopf 2.0. Erstens, bis vor ein paar Jahren war es so, dass immer wenn ich an einem stehenden Bus vorbeigefahren bin, ich Angst hatte, dass der genau in dem Moment losfährt, wenn ich neben ihm bin. Das war insofern Quatsch, als dass der ja irgendwie sowas wie einen Seitenspiegel hat und dann natürlich schaut, ob irgendjemand kommt. Aber ich war halt einfach dumm. Zweitens, was Musik angeht, höre ich wirklich alles. Wilde Musik, ruhige Musik, mittelmäßige Musik. Was die ruhige Musik angeht, muss man allerdings zwischen zwei Arten bei mir unterscheiden. Wenn es wirklich einfach zu ruhig ist, erscheint es mir einfach wirklich traurig und dann werde ich depressiv. Nicht ganz so ruhig ist, sondern nur so ein bisschen ruhig, dann ist es einfach schön. Drittens. Ich spiele seit knapp 7 Jahren Gitarre. Viertens. Ich habe noch nie so wirklich viel ferngeschaut. Also live habe ich quasi wirklich noch nie ferngeschaut. Also das Einzige, was ich schaue, ist Big Bang Theory und ganz ab und zu meine Folge Simpsons. Und selbst das nicht live, sondern immer aufgenommen. Fünftens. Ich habe früher kleine Geschichten bzw. sehr, sehr kurze Bücher geschrieben. Mit ungefähr jeweils 30 Seiten oder so. Aber ich hab's getan. Sechstens. Ich glaube zwar, das geht mittlerweile jedem so, aber ich finde diesen Krieg zwischen Apple und Samsung einfach so krass unnötig. Was soll denn das? Ja, Samsung ist besser, Apple ist besser, was weiß ich ist besser. Das ist doch einfach nur Quatsch. Man kann doch nicht sagen, das ist besser und das ist schlechter. Man kann höchstens sagen, das finde ich besser und das finde ich schlechter. Ich meine, man kann ja sagen, ja okay, ich habe ein iPhone und finde einfach Apple besser. Ich finde Apple übersichtlicher als Samsung. Aber ich habe auch nichts dagegen, wenn irgendjemand sagt, ich finde Samsung übersichtlicher. Ja und? Schön! Siebtens. Ich war noch nie ein wirklicher Zocker. Ich höre, das einzige Spiel, was ich für den PC besitze, ist Minecraft. Und selbst das spiele ich in letzter Zeit nicht mehr sehr oft. Ich fand es aber schon immer interessanter, YouTube-Videos zu schauen. Okay, nicht, dass ihr jetzt denkt, ich schaue quasi durchgehend YouTube-Videos. Das ist auch nicht so. Ich verbringe natürlich auch viel Zeit mit Videos schneiden und Freizeit und so. Achtens. Ich bin letztes Jahrtausend geboren. Für alle, die es nicht gecheckt haben, ich habe nicht gesagt, dass ich vor einem Jahrtausend geboren bin. Ich habe gesagt, ich bin letztes Jahrtausend geboren und das letzte Jahrtausend war noch vor 14 ganzen Jahren. Neuntens. Also ganz am Anfang, ganz am Anfang von meiner YouTube-Karriere habe ich wirklich gar nicht geschnitten und ich hatte keine Kamera. Ich habe mit dem iPod gefilmt und nicht geschnitten. Aber die Videos, die ich nicht geschnitten habe, waren wirklich nur die ersten 2 oder 3 Videos. Dann irgendwann habe ich mit einem Windows Movie Maker geschnitten und mit einer Canon gefilmt. Und dann irgendwann mit Magix 15 und jetzt mit Magix 2014. Genau. Und mit der Canon filme ich immer noch. Außerdem besitze ich noch hier 2 Softboxen und ein Mikrofon. Das war alles am Anfang noch nicht vorhanden. Zehntens. Früher dachte ich, dass wenn jemand vom Weltuntergang spricht, dass er dann meint, dass die Welt untergeht. Also quasi ertrinkt. Gluck, 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 gluck. Was ein Bullshit! Wie zum Fick soll denn bitte eine Welt, ein Planet untergehen, also ertrinken? Da ist doch gar nichts. Da ist kein Wasser. Da ist gar nichts. Tja, wie schon am Anfang gesagt, ich war halt dumm. Elftens. Ganz früher, also in der ersten, zweiten Klasse, hatte ich diese Phase mit wirklich einfach extrem kurzen Haaren. Also quasi nur noch so Stoppeln auf dem Kopf. Stellt euch das jetzt einfach mal hier bei mir vor. Und dann ungefähr in der dritten, vierten Klasse hatte ich so eine Phase, wo ich einfach gar nicht mehr zum Friseur wollte. Ich habe mir diese Haare einfach wachsen lassen, bis die mir hier wie so ein Vorhang über den Augen hingen. Jetzt hättet ihr gefragt, welcher von den Fakten hat euch am meisten überrascht und welcher war gar nicht mal so abwegig und würde sogar auf mich zutreffen quasi? Schreibt es in die Kommentare, das würde mich interessieren. Genau, wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr es durch eine positive Bewertung oder ein Abo zeigt. Und dann würde ich sagen, kommt ihr hier zu meinem letzten Faktenvideo über Harry Mopf. Das war noch etwas schlechter produziert, da hatte ich noch keine gute Beleuchtung, also wundert euch nicht. Und hier zu meinem letzten Video überhaupt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächsten
Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.